Ja, so war das nicht geplant, dass wir jetzt ein Jahr lang Pause hatten mit diesem Podcast. Nicht wahr, Reni? ja, und wir haben jetzt wieder neue, frische Themen am Start und wollen den Podcast wieder ein bisschen aufleben lassen. Aber wir haben uns gedacht, um ein bisschen mehr die Community mit einzubinden, fragen wir doch einfach mal euch, welche Themen sollen wir mal in einem Podcast ansprechen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das können große Themen sein, das können kleine Themen sein, Themen bestehen nur aus einem Wort oder was auch immer. Also lasst es euch irgendwas einfallen und schreibt es in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Viel Spaß. So war das nicht geplant. Oh. Melina, ich habe da mal eine Frage. Ja. Was war denn deine radikalste Veränderung, was so Haare angeht? Das weißt du ganz genau. Und zwar, dass ich blond wurde. Für wie viele Monate? 3? Ich weiß auch noch, was ich gesagt habe. Melina, mach's nicht. Ich wollte es schon immer machen und ich weiß, ich werde es nie wieder tun. Ich überlege gerade, wieder auf blond zu gehen, tatsächlich. Ich habe immer noch hier unten blond drin, sehe ich gerade in meinen Haaren. Ja. Okay, zweite Frage. Es gibt ja sehr viele deutsche Fernsehsendungen. So. Mhm. Bei welcher TV-Show würdest du mitmachen? Also, wo du sagst, no regrets, da mache ich mit, da bin ich dabei. Also, wenn ich Fame wäre, Masked Singer. Okay. Da hätte ich Bock drauf. Sonst, so Castingshows ist meistens ja nur so singen, ne? Ja. Es gab mal, ne, ist auch singen. Ich wollte gerade sagen, es gab mal ein Musical, Casting Show für Tarzan, und das mir so, warte, das ist auch gut singen. Ist auch singen. Es gab doch mal diese Vicky Casting Show mit Buddy Herbig, wo er die. Ah, stimmt. Also, die habe ich nie geguckt, aber ja, das stimmt. Und es gab mal irgendwas mit Til Schweiger, wo die Gewinnerin hinterher eine Rolle in Twilight bekommen hat. In Twilight? Ja, aber Til Schweiger hat Connections zu den Leuten gehabt. Til Schweiger? Til Schweiger ist international. Ja, aber trotzdem mit Twilight. Mit. War Til Schweiger dann auch im Hintergrund, so als Komparse? Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ich weiß tatsächlich, ich weiß, dass sie die Rolle kriegen sollte und sowas, aber ich habe immer mal geguckt und sowas, ich habe sie nie gesehen. Vielleicht ist sie rausgeschnitten worden. Hallo, oder, ah, ich wurde gebissen! Ja, sie ist irgendwie bei den Volturi oder so gewesen. Naja. Ja. Also, keine Ahnung. Weiß nicht. Ich kenne so wenig Casting-Sendungen tatsächlich, die nichts mit Gesang zu tun haben. Und ja, Gesang, es gibt auch TV-Shows. Man kann meinen, es gibt auch Camp Dschungelcamp, bin eine Star, holt mich hier raus. Das ist das Gleiche. heute nicht mein Tag, Alter. Nächste Frage. Nächste Frage. Wenn du bei so einer Casting-Show mitmachen würdest, ne? Die Produzenten, ich meine, ich habe es noch nicht gesehen, aber du hast Unreal gesehen. Das heißt, die Produzenten gucken ja ganz genau, Bachelor gibt's. Ja, wo liegt deine Schwäche, wo liegt das, womit können die dich aus der Reserve locken? Und was wäre das deiner Meinung nach, was würden die sehen und du würdest wissen, scheiße, damit komme ich ins Fernsehen? Bei dieser das habe ich letztens noch mit Tobi besprochen. Und zwar, also entweder Eifersucht bei mir. Ich glaube, ich würde versuchen, die ganze Zeit eine Rolle anzunehmen, damit man mir halt nichts so anlasten kann. Aber ich glaube, ich hätte Angst, dass ich tatsächlich so ein kleines Tratschmaul bin, ne? Also, das wäre, glaube ich, ich könnte damit richtig auf die Fresse fliegen. Nicht nur bei den Produzenten, sondern auch intern. Ich glaube, ja. Kannst du dir vorstellen, ne? Ich weiß, nur wenn wir zusammen irgendwo wären, ich glaube, wir wären irgendwann, also wir würden richtig auf Konfrontation gehen mit anderen Leuten, wenn die uns anpissen würden. Ja, aber ich glaube, wir wären so eine einzelne Gruppe. Wir wären so das Zweierteam. Und da wird es richtig auf der Kippe stehen, ob die Zuschauer uns richtig geil finden oder ob wir richtig gehatet werden. Ja, das stimmt. Okay. Frage Nummer 4. Würdest du von völlig fremden Menschen was an deinen Haaren verändern lassen? In dem von Wissen. Oder vor? Was? Von oder vor? Von völlig fremden Menschen. In dem Wissen aber, dass sie dir nur was Gutes wollen. Sie wollen dein Aussehen verbessern. Das habe ich halt mal überlegt, ob man irgendwie so Friseure oder so, ne, zum Beispiel, die in der Ausbildung sind,
Die suchen ja manchmal so Models, oder also das heißt Modelle, so nicht Models, Modelle, dass die einfach mal rumschneiden können. Obwohl, da ist ja wieder die Ausbildung, ne? Da habe ich ein bisschen Angst, dass die es halt nicht können. Aber ja, würde ich schon machen. Weiß ich Okay. nicht. Aber so komplett blind, ich glaube mit Absprache vorher. Kommen wir zur finalen Frage. Hast du schon mal GNTM geguckt? Germany's Next Topmodel. Ja, Germany's Next Topmodel. Ich habe mal das Finale geguckt. Da war ich ein bisschen von verstört. Das war damals, wann war das? 2019. Da war ich richtig verstört, wo Gottschalk dabei war, der da mittendrin irgendwann meint, ich habe hier mit der Sache nichts zu tun, weil er die selber so scheiße fand, die Sendung. Das hat mich auf jeden Fall verstört. Also ja, ich habe das Finale mal geguckt und ich glaube, eine Folge letztens war die Wiederholung nachts lief nach Masked Singer. Ich habe noch so lange den Fernseher laufen lassen. Okay, also, um das zu erklären, Nein. ich bin ja so ein kleiner, also was heißt kleiner? Ich bin manchmal ein Germany's Next Topmodel-Fan, manchmal gucke ich es halt gar nicht. So, ich glaube, die letzte Staffel habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. Aber ich habe jetzt wieder angefangen, Germany's Next Topmodel zu gucken. Und nächste Folge ist ja die große Umstyling-Folge. Und jeder liebt diese Folge. Und es gibt so ein Okay. paar Sachen bei Germany's Next Topmodel, über die man sich unterhalten kann. Aber das Umstyling ist halt eine Sache davon. Und viele, sind immer so, also man weiß ja, dieses Umstyling kommt. Es ist nie eine Überraschung. Es ist immer so, du weißt, ich gehe dahin und es ist ein Umstyling da. Und du weißt normalerweise, und ich persönlich finde auch in den letzten Jahren, ist es oft so gewesen, dass Gesichtsformen positiv in Szene gesetzt wurden. Okay. Aber es gibt ein paar Male, wo man sich gefragt hat, warum? Und wieso Okay. haben sie das getan? Gibt es nicht so ein Han, dieses Honey-Ding, der Typ, der nachher auch im Dschungelcamp war? War da nicht auch sowas? Oh, Honey. Da hat auch Also es seine gab Freundin, damals seine die Ex-Freundin damals. Kandidatin, genau, es gab damals die Kandidatin Kim, die hat auch gewonnen. Die hat damals die Ach Staffel so. gewonnen. Und die hat auch, das ist auch Umstyling, die ist nicht dabei, weil ich finde, die Veränderung war gut. Ich weiß nicht, ob sie sie gebraucht hat, aber die Veränderung war gut. Die hatte so hüftlange blonde Haare. Und zwar richtig dicke, Boah, hüftlange, blonde Haare. hüftlang. Ja, also richtig lang. Und die hat einen Pixie-Cut gekriegt. Ja, das weiß ich nämlich. Ich denke schon, krass, Und krass. das Definiert hat, und damit schon. hat das schon angefangen. Also man hat schon, ihre Freund war, hat Honey, die hat immer Honey genannt, deswegen hat sein Titel bei Twitter war Honey. Auf alle Fälle war das dann so, der hat schon damit angefangen, dass der bei ihrem Casting irgendwie, glaube ich, dabei war und sehr im Vordergrund stand. Und dann kam halt dieses Umstyling und sie musste ihm die Haare zeigen. Und jeder, ne? Also, du hast die Mütter gesehen. Also, es gibt ja, je nachdem, mit wem du halt skypst, manche haben mit ihren Eltern geskypt und die Mütter waren immer so, oh ja, sieht doch gut aus. Auch bei den Leuten, die halt vielleicht ein bisschen unsicher waren, was ihre Frisur angeht. Und sie war halt schon voll am Heulen und sowas. Und er so, ja, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber so nach dem Ja, ich Motto, meine, es klang so nach dem Motto, es gibt was? ja Ja, Perücken, ne? So. genau, oder sie nach dem Motto so, naja, also, hey, jetzt sind unsere Beziehungen in Gefahr, so nach dem Motto Ja, auch irgendwie, und ne? irgendwann haben die dann auch die Verwandten eingeladen, machen die ab einem bestimmten Punkt. Und da war Hani halt auch da und Hani war präsenter als jede Germany's Next Da musst du dich doch Topmodel-Kandidatin. schämen ohne Ende, oder? Es war Fremdscham pur. Also Und dass das, diese wie kann Beziehung man zu das Ende denn? gegangen ist, konnte man irgendwie absehen. Das ist krass. Ja. Ekelhafter Typ. Aber das ist Ja. eigentlich ein perfektes Beispiel für Umstyling. Ich habe, also es gibt wie gesagt ein paar Sachen, bei denen man bei Germany's Next Topmodel reden kann. Wie gesagt, ich bin ein Fan von dem Umstyling. Ich finde, ich würde mich da persönlich, bevor ich dir, ich will dich noch ein bisschen auf die Folter spannen. Okay. Ich persönlich würde mich tatsächlich, wenn ich mich bei Germany's Next Topmodel anmelden würde, wüsste ich ja erstens, es kommt. Es gibt so zwei Sachen, wo man weiß, das kommt. Da würde man, wenn man damit macht, musst du darüber kein Drama machen, weil du weißt, es kommt. Das ist einmal das Umstyling. Und da würde ich halt auch sagen, ja, komm. Alles, was sie machen, kann ich hinterher irgendwie kontrollieren. Meine Haare wachsen relativ schnell, sollen sie mir die abschneiden. Ich meine, ich weiß an den Beispielen, die gleich kommen werden, dass da Kacke rauskommen kann. Aber ich weiß halt auch, meistens machen die nichts Schlimmes, meistens machen die was Besseres und ich kann nachher wieder umfärben. Beispiel Extension dafür, rein. genau. Gina Lisa Lohfink war ja damals bei Germany's Next Topmodel Staffel 2 oder 3. Und hatte so platinblonde, wie die jetzt auch aussieht, so platinblonde Extensions halt drin. Und die haben die ihr rausgemacht und die hat auch einen Pixie-Cut gekriegt. So.
sah auch nicht schlecht aus und sowas. Und die hatte halt praktisch instant, als sie rausgeflogen ist, wieder ihre Extensions drin. So, Beispiel dafür. Du kannst... Ja, wohl anscheinend nicht. Also... Aber voll teuer, weil das musste sie ja dann selber bezahlen. Ja. Ja. Aber machen die manchmal auch Extensions rein oder ist grundsätzlich eine kürzer Schneide? Nein, die machen manchmal auch Extensions rein. Die machen manchmal richtig geile Sachen. Also da kommen... Es gibt Leute, die kommen von kurzen Haaren auf, die machen auch manchmal die Haare einfach dicker und sowas. Manche kriegen, also gerade Personen, die sehr kurze Haare haben, es hat mal eine gar keine Haare, weil die so eine Kreisrundenhausfallkrankheit hatte, die hat Perücken bekommen. Und die sind ja auch, wenn du echt Haarperücken hast, sind die ja echt teuer. Also die kriegen da schon. Ist bei Germany's Next Topmodel nicht dieses Mal auch eine dabei, die sehr, sehr kurze Haare hat? Die ist, letztes Mal hat die gesagt, ich gehe raus. Ah, bestimmt hatte die Angst vom Umstyling, lange Haare zu kriegen. Nee, die hätte sie, glaube ich, nicht machen können. Ich glaube, die hatte vorher lange Haare und hat die kurz vor Germany's Next Topmodel abrasiert. Extra. Ja, die Sache ist halt die ist beim ersten Mal da gelaufen vor Heidi und dann Heidi, und die ist nicht drauf eingegangen, aber Heidi dann so, wo sind denn deine langen Haare hin? die ist einfach hat sich umgedreht und ist weiter gelaufen, die dann mir so, läuft bei dir. Erstmal vor Germany's Next Topmodel, ich rasiere sie ab. läuft. In dieser Staffel sind sowieso irgendwie pro Folge, manchmal wird es gezeigt, manchmal nicht, gehen 5000 Leute freiwillig nach Hause. Ich meine, die sind ja auch nur in Berlin. Ja, jetzt, wo die jetzt nur noch in Deutschland sind, haben sie keinen Bock mehr. Ja, keine Model will da, ne? Keine Model. Ich frage mich, ob die das Loft noch, also sind ja momentan alle in so einem Loft und alle im gleichen Raum. Und ab einem bestimmten, das machen die ja auch, über die Jahre war das ja immer so, am Anfang war nie die krasse, also alle heulen wie am Anfang immer rum, warum so ein hässliches Haus? Und so, am Anfang ist nie die Model-Villa. Du kriegst die Model-Villa erst immer so unter die Top 10 oder so. Auf alle Fälle, ich frage mich, ob die noch umziehen tatsächlich, Corona-technisch. Weil die sind alle in einem Raum, ist schon hart, Alter. Ich wäre auch raus. Ja, aber deswegen sollte man doch erst recht sagen, ja, jeder seinen eigenen Raum. Ja, oder? Eigentlich schon. Aber wir packen 30 Mädchen in einen Raum, was soll schon schief gehen? Alter. Und vor allem sieht der Raum auch so aus, als könnte man ihn nicht vernünftig lüften. Alter, ich würde sterben. Das wäre mein Problem mit Germany's Topmodel. Nicht mal, dass sie nur in Berlin sind. Aber die hatten über die Jahre auch mal so bescheuerte Ideen. Die hatten irgendwann mal, nachdem The Voice so gut gelaufen ist und sowas, haben die dann, da war ja Michael Michalski und Thomas Hayo dabei. Und dann musste immer, wenn Model kam, mussten die halt buzzern, wenn die wollten, dass das Model in das Team kommt. Und wenn beide gebuzzert haben, musste Heidi entscheiden, wer das war. War das dann auch voice-mäßig? Das heißt, man musste anhand des Gehens hören, ob sie modeln können. Nee, den Aspekt hat man gar nicht einbezogen. Man hat die Models sofort gesehen. Okay. Ja. Also da sind aber da hat man sie nicht gehört, das ist auch gut. Ich muss gerade an eine Situation denken. Du hast mir, wir haben uns ja über James Topmodel zumindest kurz mal unterhalten und da hast mir dieses Bild geschickt, wo Liliana sich so umdreht und dieses Video, wo sie so heult. Du bist so hübsch, wenn du heulst. Es tut mir so leid, dass ich darüber lache, ne? Das ist auch echt asozial, aber ich konnte halt nicht mehr, als ich das gesehen habe. Das war die einzige Folge, die ich gesehen habe und dachte mir so, was? Ja. Die Katze hatten bestimmt auch mega ihren Spaß. Das kannst du mir sagen, was du willst. Sie hatten so Spaß, die droppen, so einzublenden. Die droppen halt auch immer so geile Sachen, die Models. Die haben, also es war, ich weiß nicht, welche Staffel das war, das habe ich auch bei TikTok, hat das auch mal wieder jemand rausgeschnitten. Es gab eine Staffel, da ist einer nach vorne gerannt. Und dann haben sie gesagt, hier ist dein Bild. Und dann sie so, ich bin kurz, ich kann das nicht sehen. Und ist da voll nah dran gegangen. Und dann meinte der eine Juror so, ja, willst du meine Brille mal ausprobieren? Und dann probiert sie die aus. Sagt, ja, ist besser, ja. Ich habe ja auch du brauchst eine Brille, ja, ich habe ja auch eine Brille, ist hinten und sowas. Und dann sie so, ja, ist besser, ich kann jetzt voll gut sehen. Gibt ihm die zurück, geht. Und dann meint er so, ja, da ist Fensterglas in der Brille drin. Aber der Jura, weil wer das, auch Thomas, mir fällt der Nachname nicht ein. So geil. Die war bestimmt mega nervös und hat dann einfach gesagt, ja, ich sehe besser und hat wahrscheinlich gar nichts gesehen, weißt du. Oh Mann. Ist aber auch so ein Typ wie jetzt Mareike. Ich liebe Mareike. Ich habe sie nur kurz gesehen, ich liebe sie. Die wird auf Twitter so gehatet teilweise. Was? Ja.
Warum? Ich weiß nicht. Weil die angeblich lästern. Also die eine Linda finde ich auch ein bisschen strange, aber ich finde Mareike auch so der Hammer. Man merkt, die ist 25. Wir wären Linda und Mareike. Wahrscheinlich. Aber die ist 25 eben mit dieser Ballettsache. Auch so eine Sache. Die haben Ballett gemacht, sollten da auch spitze Fotos machen. Gesehen. Und jeder Ballett, also jeder, der Ballett kann auf Twitter und TikTok und so, dafür braucht man mehrere Jahre Übung, Training, dass man das machen sollte. Und selbst dann ist es mega ungesund. Kannst ja deine Beine brechen. Aber gut, James X Topmodel, das ist wie, wenn Dumbledore sagt, Hogwarts ist der sicherste Ort auf Erden. Well. Reden wir noch mal im Band 7. Nein, reden wir doch mal über Band 1. Wir stecken den Gegenstand, den Voldemort sucht, im Verschloss. Wir schützen den mit einem dreiköpfigen Hund und hier laufen Elfjährige rum. Hogwarts. Ja gut, okay. Daran habe ich gar nicht gedacht. Teil 4. Basilisk. Entschuldigung, dass wir jetzt gerade in Harry Potter abdriften, aber Teil 4. Du kannst mir nicht erzählen. Ja, aber du kannst mir auch nicht erzählen, dass so ein trimagischer Pokal so viel fucking Macht hat, dass die sagen können, ja, da können wir nichts machen. Harry als 14-Jähriger muss unbedingt bei dem wirklich Turnier mitmachen. Da können wir rein jugendschutztechnisch nicht sagen, wie ein das ist ein Blutvertrag. Yes, ein bindender Vertrag. Ich weiß, dass das im Buch gesagt wird, aber ich denke mir halt einfach so, Alter, ihr seid fucking Zauberer und er ist 14. Dann lass ihn doch in der ersten Aufgabe rausfliegen, sich disqualifizieren. Ja, aber die haben ja gesagt, dass da jetzt ganz andere Schutzdinger sind und dass niemand sterben wird. Ja, genau. Na gut, ich meine, beim magischen Turnier selber auf dem Hogwarts-Gelände ist auch niemand gestorben. Das ist richtig. Um die Brücke wieder zu schlagen, sie haben, man konnte erwarten, dass es gefährlich wird beim trimagischen Turnier, genauso wie man James Topmodel jedes Jahr erwarten kann, dass man sich ausziehen muss. Es gibt ja jedes Jahr ein Nacktshooting. Also das habe ich letztens in einem Trailer gesehen und dachte mir nur so, hä, die haben doch darunter trotzdem noch was an. Die können ja nicht also, also das ist so Bullshit. Beim Nacktshooting tatsächlich nicht. Aber wenn es ein Shooting ist, die einzigen Personen, die was anziehen dürfen, sind Minderjährige oder müssen sogar. So. Natürlich. Bei dem Nacktshooting sind die immer wirklich nackt. Meistens ist es dann auch eine Fotografin, die dann fotografiert und sowas, muss man einfach sagen. Und die Fotos sind echt schön. Also, keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch kein... Ich finde ein bisschen... ich finde dieses Gehabe... da komme ich gleich nochmal zu, weil mich da was aufgeregt hat in der ersten Folge. Ich finde, man muss immer noch überlegen, das sind teilweise sehr junge Mädchen, die da sind. Klar, die sind mit ihrem Körper noch nicht so im Reinen, klar. Muss, finde ich, ein bisschen... Dann sollte man aber nicht zu Germany's Next Topmodel gehen. Ja, aber du musst sagen, so... Klar, du weißt, dass du dich ausziehen musst, aber ich finde trotzdem, dass man sensibel damit umgehen muss. Also jemandem dann ins Gesicht zu sagen, ja, mach jetzt so nach dem Motto, finde ich halt... Weißt du? Ist halt doof. Dieses Jahr haben die kein Nackt-Shooting gemacht, sondern... ein Skater-Shooting mit Rollschuhen, wo ich dir auch schon gesagt habe, ich immer noch enttäuscht bin, dass niemand in der Rollschuhhalle beim Üben durch die Halle gefahren ist und gesungen hat, ein Starlight Express. Enttäuschung pur, Germany's Next Topmodel-Kandidatin, was seid ihr so? haben die nackt Walk gemacht. Und bei diesem nackt Walk hatten die dann tatsächlich eine Unterhose an. So. Mhm. Und Nippelpads. Weil... weniger Arbeit für den Schnitt. Ist einfach so. Du als Medienperson wirst wissen, was ich meine. Es ist weniger Arbeit für den Schnitt, wenn du nicht allen irgendwo überall zensieren musst. Auf alle Fälle, da war dann auch das Drama, ja, kann ich jetzt nackt laufen und sowas. Da fand ich auch so, ja, ich weiß auch nicht. Nackt laufen ist ein bisschen anders als nackt sich fotografieren lassen. Ja. Aber gut, haben sie dann alle gemacht. In der ersten Folge gab es in der zweiten Folge. Es gab ja eine Gehörlose dabei am Anfang. Maria. Okay. Und die war auch echt hübsch und die fand ich auch echt gut. Maria hat aber den Fehler gemacht. Die hat ein Kostüm von einer Designerin aus Österreich gekriegt. Die hat ja mega viel Hate bekommen, diese Designerin. Ich glaube, die hat ihren Instagram-Account dann auch die Kommentare teilweise ausgeschaltet. weil die echt, die ist halt wirklich krass gehatet worden. Also. Aber ich finde, also Hate ist nie zurecht, aber die hat halt auch Kommentare gebracht, wo die dachte so, puh. Außerdem ihre Klamotten ist anscheinend irgendwie aus Metall oder sowas. Die sehen halt da teilweise aus wie so Bowlingkugeln und können sich kaum bewegen. Wie man mir denke so, warum macht man solche Mode? Wer zieht das an? Auf alle Fälle hat Maria auch so eine Corsage gekriegt und die saß nicht richtig. Die ganze Zeit ist die halt so runtergeklappt oder beziehungsweise nach vorne geklappt und man hat ihre Brüste gesehen.
Und da war die Designerin halt da und sie ist freundlich zur Designerin hingegangen und hat halt gesagt, ob das so sitzen muss oder ob das nicht richtig bei ihr sitzt. Also sie hat einfach nur gefragt, weil man möchte als Model die Mode der Designerin auch richtig präsentieren, so, weil es auf dem Laufsteg ja auch nicht scheiße aussehen. Und die Designerin ist dann hinterher zu ihr gegangen und hat gesagt, man zieht das an, was man vorgesetzt kriegt. Man beschwert sich da nicht. Und so, ich denke so, ja, aber... Darum ging es ja nicht. Sie hat doch gefragt, einfach nur, ob das sitzt. Und ich kann halt auch verstehen, dass der erste Walk, den du machst, du nicht unbedingt deine Brüste in die Welt rausposaunen möchtest, wenn du dich erstmal akklimatisieren musst. Ich meine, man weiß, dass das Nacktshooting kommt, aber gerade auf so einem Walk, wo das eigentlich nicht sein sollte, würde ich mir die Frage auch stellen. Und ich finde es da eher gut, die Designerin zu fragen. Vielleicht sollte man das Outfit tauschen, weil jemand anderes da drin einfach besser aussieht und das Outfit besser wirkt, als, naja, auf alle Fälle ist sie dann rausgeflogen. Nur deswegen. Nein, also ja, offiziell ja. Inoffiziell, also Dolmetscher ja, weil, für die Hölle sind... Die ist rausgeflogen. Die ist rausgeflogen, so weil sie nachgefragt hat. Ja, naja, sie ist rausgeflogen, weil sie an sich angeblich nicht so gut war. Aber die Person, mit der sie daneben, die neben ihr da stand, wenn du die laufen gesehen hast, dachte sie so, alter Kind, bei Jeffrey's Home solltest du wissen, dass du auf hochhackigen Schuhen laufen musst. Auf alle Fälle... Naja, sie ist rausgeflogen, offiziell wegen dem Grund. Inoffiziell, sie ist gehörlos. Das heißt, du musst jedes Mal einen Dolmetscher bezahlen. Und Cousin dachte sich wahrscheinlich... hat die Abrechnung von der Dolmetscherin gesehen und dachte sich so... Pff, Heidi. Wer hat die überhaupt zum Casting eingeladen? So, wir haben sie jetzt 2 Folgen drin gehabt. Das ist schon so, wir zeigen, wir sind diverse. Aber könntest du ja nicht... Bitte. Pardon. Das ist ja auch jedes Jahr dasselbe. Ne? Ich bin ja gespannt, es ist tatsächlich ein Curvy-Model dabei, wo ich sage, die laden ja auch immer Curvy-Models ein, wo ich mir immer denke so, ja, aber wenn ihr nicht zufrieden mit eurem Körper seid, dann bringt euch das da nichts. So. Ja. Wenn ihr Curvy seid, dann steht dazu, ihr seht gut aus, aber die letzten Jahre waren da welche bei, wo ich gesagt habe, ihr seht mega gut aus, aber die haben sich dann immer so klein gemacht und sind dann deswegen rausgeflogen. Und ich mir denke so, ja, aber diesmal ist eine dabei, die macht sich nicht klein. Naja, kommen wir zum... Grand Finale. Ich habe, ich muss mal gucken, welche Reihenfolge ich dir jetzt schicke. Ich habe Fotos rausgesucht. Von wunderschönen, ich weiß aber nicht, wie gut die auf den Fotos wirken. Fangen wir mal mit Lucy an. Lucy war, oder ist immer noch, Lucy ist transgender. Also Lucy war früher ein beziehungsweise körperlich ein Mann. Natürlich geistig nicht, weil sie ist einfach im falschen Körper geboren. Und hatte halt auch so kurze Haare. Die Frisur war vorher, fand ich auch nicht so vorteilhaft. Aber was sie aus ihr gemacht haben, ist ja auch viel schlimmer. Also warte, bekomme ich jetzt auch ein Vorherbild oder nur ein Nachher? Da sind auch Vorherbilder dabei. Beziehungsweise bei einer Person nicht, da habe ich kein Vorbild gefunden. Aber das sind immer direkt nebeneinander gespielt. Wir schicken die, das heißt, die werden hier auch gleich eingeblendet für euch. Das ist Lucy. Wie gesagt, es sieht aus, als hätte sie eine extrem schlimme Perücke auf. Ach du Scheiße. Also rechts ist nachher, ne, logischerweise. Ja. Und es ist, ja. Und auf dem Foto sieht das aber natürlich ich aber auf einigermaßen der, gut aus. Ich finde aber auf der linken Seite hat sie halt auch voll die dünnen Haare gefühlt, oder? Ja, genau. Also ich finde, an den Haaren musste man was machen. Aber ich glaube, die Friseure wussten selber nicht was. Also es tut mir leid, Lucy. Ich finde, der Pony ist halt... Ja, genau. Also ich finde, sie hat ein super hübsches Gesicht. Ihre Augen sind fantastisch schön. Ich beleidige jetzt hier keines der Mädchen. Ich möchte das nochmal sagen. Ich möchte ihnen niemanden... Ja, da können die ja nichts für. Die können nichts dafür. Es geht einfach nur darum, was die aus diesen Mädchen gemacht haben. Ja, also jedem steht ja auch was unterschiedlich, was so. Ne? Ja, die hat auch, glaube ich, das richtig scheiße gefunden. Ich glaube, es gibt das wo man sich denkt... Ich finde auch nicht, dass sie so ein... Obwohl sie eine helle Haut hat, also dass sie ein Blondtyp ist. Ja. Ja, meine dunkle Haare hätten ihr, glaube ich, besser gestanden. Da hast du recht. Ich weiß auch nicht. Vor allem dieses Gelb. Das ist orange. Also das ist auf dem Foto, sieht man das nicht. Aber dieses Blond war super gelb. Das war einfach... Es war grottig. Das war so schlimm. Dann zeige ich dir jetzt als nächstes ein Bild, wo ich leider kein Foto von habe. Das ist auch nicht so schlimm. Ich muss die ganze Zeit gähnen. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen dafür, dass ich die ganze Zeit gähne. Ich weiß auch nicht, was los ist. Dieses Foto ist auch... ich glaube, es war aus der gleichen Staffel. Dieses Foto ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber... ich fand, es gibt YouTuber, die das bewerten immer. Unter anderem übrigens auch, Mina kennt meinen Lieblingsfriseur, Mikey. Der macht Videos auf YouTube, wo halt auch die Frisuren bewertet. Auf jeden Fall ist der Friseur, der auch immer Kellys Haare und sowas macht.
Ah, der, Genau. der Schwule. Ja. Also, oh, klingt das jetzt wieder doof, wenn ich das sage? Aber ist er ja. So, also, ja, Auf alle der Fälle, Amerikaner, ne? ich Oder glaube, so. Der ja, redet auf jeden Fall immer auch so. unter Genau. Auf alle Fälle, ich glaube, er hat gesagt, gerupftes Hühnchen zu der Frisur. Nein. Okay, ich bin gespannt. Scheiße, ich kann, nein, ich kann es dir nicht schicken. Oh nein. Warte, ich guck mal eben, ob ich ein anderes Foto finde. So, du musst erscheinen. Ich versuche. Snipping Tool. Stimmt. So, ich muss mich jetzt anders hinsetzen. Okay, auf dem Foto sieht man da. Ich habe es wieder gefunden. So. Snipping Tool, Snipping, Snipping. Bon. Ist Ich jetzt bin auch so natürlich froh, sehr wenn unscharf. ich zum Friseur komme, ne? Bin ich froh darum. Die werden wieder kurz. Das habe ich heute wieder gemerkt, den ganzen So, Tag über. da ist Bianca. Oh nein. Die hatte vorher Oh sehr nein. lange glatte Haare. Oh, das sieht auch nicht mehr gesund aus an den Haaren, oder? Nein, ich weiß nicht, die sind unten ja auch voll ausgedünnt. Da habe ich mich auch Ja. gefragt, warum hat man das getan? Oh. Nee, das sieht nicht gut aus. Also der Wille war da. Der Wille war da, aber Also die Locken Stufenschnitt. sind ganz schön, finde ich, Ja, aber der aber Stufenschnitt sollte irgendwas nicht ist so da sein. passiert. Beim Stufenschnitt geht es nicht darum, dass man die Stufen sieht wie bei der Treppe. So. Ah, das sind Stufen. Oh. Kommen Okay, ja gut. Muss man wir eben. zu Sally. Vorwarnung, liebevoll, Prinz Eisenherz genannt. Ich kenne Prinz, warte, ich muss Prinz Eisenerz erstmal googeln. Prinz Eisenherz. Ja, ich weiß nicht, ob du dann die Frisuren findest, die ich. Ach, okay, ja, wie heißt das? Lord Helmchen, ne? Ja, bitteschön. Tja. 3, 2, 1. Okay, das war vorher echt schöner, du. Das war vorher schöner. Oh Gott, schon kurz. Das ist ja, da ist ja gerade, ihre Öhrchen sind da gerade erst bedeckt. Da kommt auch ihr Kinn, ihr Hals so voll massiv zur Geltung dadurch. Und ich weiß Oh nicht, also Gott. die haben, Sally ist halt eine, da haben sie auch so eine kurze, ein bisschen länger gemacht. Die sah echt gut damit aus. Aber ich weiß. Und ich hasse ja diese Ponys, die nicht richtige Ponys sind, sondern nur so hier oben anfangen. Warum Ja, macht man das? du siehst, also für das Horrorergebnis, das ist auch immer ein Horror, so einem Pony, ist dieser Frisur sehr nah, aber das Grand Finale, du warte auf das Grand Finale, das ist der Hammer. Okay, Ich weiß den Namen nicht mal mehr von dem Model, das ist schon so alt. Okay, kommen wir aber zu, halten wir uns kurz, machen wir noch die letzten zwei, die so ein bisschen. Wir kommen nämlich zu Madame Fukuhila. Das war Zoe aus Österreich. Die hat auch ziemlich deutlich Heidi gesagt, dass sie ihre neue Frisur richtig scheiße findet. Gott. Okay. Warte. Warum haben die den Pony denn nicht da vorne gemacht, sondern irgendwo da hinten? Ich Weißt du, was ich meine? hab keine Ahnung. Ich frage mich, was ist das für eine Frisur? Was haben die aus Das ihrem sieht aus, als Haaren hätte sie gemacht? eine Mega-Stirn. Also ich finde diesen Fussellook an den Seiten finde ich gar nicht so schlecht. Sie wirkt halt auf jeden Fall jetzt älter, ne? Also diesen Fussellook an den Seiten ist okay, weil das halt so rockig ist. Ja. Aber diese krasse Stirn, die da Also, gemacht man wurde. hat sie, glaube ich, danach immer nur noch mit Kappe gesehen. Aber die Haarfarbe ist schön. Ja, das Soll ich mir auch stimmt. mal so weiß machen? Ich Aber glaube, weiß steht mir halt gar nicht, ne? Ich hätte schon Zoe gerne war mal so allgemein weiß. auch sehr verbal aus Österreich. Ist, glaube ich, auch eine Aber das ist Sportlerin hübsch. gewesen. Ich weiß, kann sogar Hat blonde Handballerin Haare, gewesen aber die sein. Auf glänzt alle dann. Fälle, ja. Die war auch Gott. sehr verbal dafür, dass sie die Frisur nicht gefallen hat. Kommen wir zu der letzten, meinem absoluten Highlight. Das ist eine, ich glaube, es war vierte, also es war, ist richtig alt. Siehst du auch an den Bildern, ne? Aber, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kandidatin hieß. Aber ich war damals noch jung, als ich das gesehen habe. Also jünger als jetzt. Ich weiß nicht, wie alt, aber ich dachte mir damals schon,
Ui. Ui. Warum? Okay, warte. Lass mal immer auf groß, so. Oh nein, das ist auch so ein... Oh nein, und dann in rot. Ah, das ist genau das gleiche wie bei der einen, ne? Ja, aber ich finde es noch um einiges schlimmer. Guck dir die Haare vorher an, dieses glänzende, wunderschöne Braun. Ja. Und so, ja. Diese Fotos. Ey, die sieht auf dem zweiten Bild aus, als würde ich sie nachmittags bei RTL bei... mitten im Leben sehen. Warum sieht das so aus, als ob als vorne die Haare noch lang sind und die nach hinten kürzer werden? Wie kurz sind die denn dann hinten? Die sind hinten richtig kurz geworden. Das war, ich dachte mir, als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir so, niemals würde ich mich da in die Hände eines Friseurs begeben. Niemals. Also, die sind so, komplett anderer Mensch. Zumal zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, früher war es so, dass die noch gesagt bekommen haben, welchen Look die bekommen. Das heißt, die konnten sich darauf vorbereiten. Mittlerweile ist es ja so, dass du nicht weißt, was du bekommst. Guck mal, aber wenigstens hat sie ihre Augenbrauen nachgefärbt bekommen. Aber jetzt habe ich aber richtig Bock, wenn ich so das Braun sehe und dann das Orange, ne? Nicht, dass ich orange Haare haben will, aber schon wieder Bock auf Farbe, ne? Ja, ich will aber unbedingt immer blaue Haare, aber ich traue mich nicht. Das ist voll viel Arbeit. Ja, ich will wieder blonde Haare. Und ich hätte eigentlich Bock mal auf so Ginger-mäßig, aber natürlich ist Ginger nicht so wie das da, sondern halt... Aber ich weiß nicht, ob er stehen würde. Aber ich habe auch wieder Bock auf Farbe. Naja, das war eine Exkursion in die Highlights von Germany's Top Umstyling. Ich fand das aber davor schlimmer, tatsächlich. Also mit den die Zoe Händen. War mein Leide. Wie heißt das? Du meinst Leidensgenossin, Sally. Sondern. Was? Welche meinst du jetzt? Die vorletzte. Die Ach Zoe. Die so, Sally mit dem Pony. Also dann fahre ich wirklich Next Level. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht schicke ich dir irgendwann mal ein Video, wo ich sehe, wie Zoe sich über ihre Frisur auslässt. Ich finde das viel besser. Ich bin mal gespannt, welche Umstylings nächste Woche Donnerstag kommen. Weil, wie gesagt, es sind ein paar Leute aber mit sehr langen, es gibt sehr viele Leute mit sehr langen Haaren. Ich glaube ja, so mehr du jammerst, desto sicherer ist, kriegst du eine krasse Umstylingsveränderung. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich glaube, ich würde mich da hinsetzen und tiefenentspannt. Ich wäre aufgeregt, was die machen. Ich hätte natürlich Angst, dass ich so ein Fall bin, wie ich dir gerade geschickt habe. Das wäre nicht so geil. Aber selbst das könnte ich ja irgendwie, und wenn ich meine Haare abrasiere, irgendwie noch retten. Ne? Also, das weckt alles nach. Ja, natürlich wächst das nach, aber man sieht trotzdem scheiße aus. Ja, vor allem, wenn es im Fernsehen für mehrere Millionen Leute sichtbar mit so einer Frisur. Ich hatte wirklich Beileid. Ich dachte mir, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, pff, ich glaube, das war sogar, die Leute in deinem Stream kennen vielleicht Snoff, die Staffel, die ich mit Snoff gesehen habe. Muss ich nochmal fragen. Hm. Aber wie gesagt, das war eine Exkursion in mein Germany's Next Topmodel. Schauen, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt in den nächsten Folgen. Mein Favorit, wenn mich jetzt jemand hier fragen würde, wer ich glaube gewinnt, ist, also ich glaube, ins Finale kommt Alex. Ist auch ein Transgender-Model, aber mega. Alex ist richtig geil. Ja. Der macht auch mit, jetzt sage ich Alex, weil es ein Männername ist. Sorry, ich meinte sie. So, nicht, dass ich den Fehler gemacht habe, weil da ist nichts nicht Weibliches dran. Auf alle Fälle, Alex macht zusammen mit Mareike TikToks. Was? Nichts Männliches dran, meinst du? Habe ich nichts, weil ich habe alles Weibliches. Jetzt komme ich jetzt. Okay. Da ist nichts Weibliches dran, was du gesagt. Leute, damit ihr das jetzt versteht, war gerade... In Gedanken, ich muss mich da jetzt rausreden. Beziehungsweise nicht rausreden, aber ich muss mich da jetzt rechtfertigen. Ich weiß, wie du es meinst. Weil ich in den Kommentaren zerfetzt werde. Ich habe ein männliches Pronomen benutzt, weil ich gerade den Namen Alex gedacht habe und ein Bild vor mir habe, weil ich mir vorhin das Nerdcurse von den Rocket Beans angeguckt habe, ein Video mit drei Männern in einer Reihe hatte. Das war eine ganz blöde gedankliche Assoziation und ich habe es nicht so gemeint. Sondern ich finde, Alex ist super, super hübsch und sehr attraktiv. Ja. Und ich glaube, sie gewinnt das. Beziehungsweise kommt mindestens ins Finale. Dementsprechend, ich drücke da die Daumen. Mein Favorit, aber ich glaube, die wird nicht mehr weiterkommen. Weit kommen ist Mareike. Ja, Mareike ist auch mein Top. Also wie gesagt, ich habe nur eine Folge gesehen. Und wahrscheinlich habe ich die beste Folge gesehen für sie, weil sie sich selber über sich selber kaputt gelacht hat. Und so, was ich, ey, das war mein Humor. Und wenn man sagt, so, du nimmst das hier nicht ernst, dann denke ich mir nur so, nee. Man muss Spaß im Leben haben. Und mit der, weißt du, die würde echt in unserer Zweierkonstellation richtig gut. Also, ich glaube, wir beide würden richtig gut mit der klarkommen. Ja, ich würde auch gut mit den beiden klarkommen. Ich habe gesehen, wie die zusammen TikToks machen. Ich dachte mir so, ja,
Ich will das. Vor allem, wie gesagt, bei Mareike dachte ich mir die ganze Zeit nur so, ja. Vor allem, sie hat ja auch gesagt, so, ich nehme das schon ernst, aber man muss im Leben auch mal lachen können. Also, ja, genau. So, nicht, dass die Leute immer denken, ich meine das die ganze Zeit nur albern, aber ist doch witzig. Nee. Ich bin einfach gut drauf. Ich mir denke so, ja. Ja. Und alle anderen so, nein, ja. Das ist ernst. Nur eigentlich kann Germany's Next Topmodel gewinnen und auf die deutsche Harper's Bazaar kommen. Liest du noch Zeitschriften? Ich nicht. Ich habe keine Ahnung von der deutschen Harper's Bazaar. Alles, oh mein Gott. Eine Sache muss noch einwenden, bevor wir diesen Podcast beenden. Wenn ich bei Germany's Next Topmodel mitmachen würde und da würden jetzt Leute, also da kommen ja immer Gastjuroren und Designer und so. Und alle sind immer so, oh mein Gott, das ist der und der. Und oh mein Gott, das wird von dem Kleider anziehen dürfen. Und denke mir immer so, who the fuck is that? Ich würde ja jedes Mal stehen und sagen so, ah ja. So, und wenn dann das Team von ProSieben kommen würde und fragen würde, ja, und wie findest du das so? Und ich sagen, ja, es ist eine Ehre. Das, wie war sein Name nochmal? Dass sie ein Kleid an. Dass der Designer super. Hier ist und nicht Gastjuror, Judge, wie auch immer das ist. So, ich bin jedes Mal nicht mehr so, what the fuck is that? Und alle mal so, yay! Und ich glaube, die Hälfte von denen spielt das auch nur. Und ich glaube, Mareike ist eine davon. Sie weiß, wie das Game funktioniert. Ja. Naja, denkt dran, schreibt uns eure Ideen für Podcasts in die Kommentare. Wir würden uns freuen und sagen, bis zum nächsten Mal bei So war das nicht geplant.